Hallo und herzlich willkommen hier auf jurella.de. Mit diesen Videos möchten wir euch auf das Abi-Niveau von Baden-Württemberg vorbereiten, und zwar auf Pflichtteilaufgaben, und zwar diesmal im Bereich des Funktionsverständnisses. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Funktion und wir haben die Aufgabe, die wir bearbeiten wollen. Wir wollen im Wendepunkt dieser Funktion bestimmen. Das heißt, als erstes müssen wir den Wendepunkt bestimmen. Für den Wendepunkt müssen wir schauen, dass die zweite Ableitung 0 ist und die dritte in diesem Punkt ungleich 0. Somit müssen wir also auf jeden Fall die ersten drei Ableitungen nun berechnen. Damit beginnen wir auch. F' von x, die erste Ableitung. Naja, x hoch 3 abgeleitet gibt 3x², also minus 3x² plus 6x. X² abgeleitet gibt 2x. Das Ganze mal der 3 als Vorfaktor 6x. X abgeleitet gibt 1, also hier minus 1, und die minus 3 abgeleitet gibt 0. Leiten wir die erste Ableitung einfach ein weiteres Mal ab, so bekommen wir die zweite Ableitung. Also minus 6x plus 6. Und zu guter Letzt noch die dritte Ableitung, damit wir nachher überprüfen können, ob wir wirklich einen Wendepunkt vorliegen haben. Naja, das Ganze gibt minus 6. Wir müssen den Wendepunkt bestimmen. Der Wendepunkt ist dort, wo die zweite Ableitung 0 ist und die dritte ungleich 0. Wir setzen also die zweite Ableitung gleich 0. Was wir machen, also minus 6x plus 6 soll 0 sein. Und wenn man es nicht direkt sieht, kann man das ausrechnen. Machen wir einfach plus 6x, also 6 ist gleich 6x. Wir teilen durch 6, also 1 ist gleich x oder x ist gleich 1. Der Wendepunkt liegt also bei x gleich 1. Da der Wendepunkt vollständig zu bestimmen, setzen wir jetzt diese 1 einfach in f ein. Wir wollen also f an der Stelle 1 berechnen. F an der Stelle 1 ist minus 1 hoch 3 plus 3 mal 1 Quadrat minus 1 minus 3. Naja, also minus 1 plus 3 gibt plus 2, minus 1 gibt 1, minus 3 gibt minus 2. Das heißt, unser Wendepunkt wäre somit, wir nennen einfach WP, 1 und minus 2. Wir sollen aber die Tangente in diesem Punkt bestimmen. Nun, die Tangentensteigung können wir ganz einfach berechnen. Die Tangentensteigung ist einfach mt ist gleich f' an der x-Stelle, also an der Stelle 1. Wir müssen also hier die 1 einsetzen. Das wäre also minus 3 mal 1 Quadrat plus 6 mal 1 minus 1. Minus 3 plus 6 gibt plus 3, minus 1 gibt 2. Wir haben also die Steigung, die Tangentensteigung 2. So, jetzt wissen wir, eine Tangente hat immer folgende Gestalt. Y ist gleich mt mal x plus b. Ganz allgemein. Was kennen wir davon schon? Nun, mt haben wir gerade eben berechnet, da steht also 2. Wir wissen, es geht durch den Punkt 1 und minus 2, dann können wir das jetzt in dem Fall auch einsetzen. Ganz spezifisch für diesen Punkt wissen wir, x ist 1 und y ist minus 2. Plus b. B kennen wir nicht, aber wir können jetzt auch b auflösen. Naja, einfach hier minus 2. Dann steht hier minus 4 gleich b. Und jetzt können wir das alles wieder ganz allgemein zusammenfassen. Die Tangente laut y ist gleich 2x minus 4. Wir haben also die Tangente in unserem Wendepunkt bestimmt und sind somit mit der Aufgabe fertig. Schaut euch die Aufgaben mal gründlich an. Denkt daran, den Taschenrechner bei solchen Aufgaben nicht zu benutzen, denn es sind eigentlich Pflichtteilaufgaben, das sollte man im Kopf hinbekommen. Und bleibt uns gewogen.